kann die Aufnahme von Mikronährstoffen, also ich meine Vitamine und Mineralstoffe, kann das im Alter kritisch sein? Ja, es gibt einige Mikronährstoffe, die bei älteren Personen kritisch sind. Ich möchte hier in diesem Video drei herauspicken und diese näher beleuchten. Zum einen ist einmal das Kalzium zu erwähnen. Nur um es in Erinnerung zu rufen, welche Funktion hat das Kalzium für den Körper? Kalzium ist ein sehr wichtiger Baustoff für gesunde Knochen, aber man darf nicht vergessen, dass Kalzium auch wichtig ist für den Muskelstoffwechsel. Und Kalzium hat auch noch andere Funktionen im Körper, wie zum Beispiel, es ist an der Blutgerinnung beteiligt oder auch an anderen Stoffwechselprozessen. Und inwiefern ist Kalzium ein kritischer Nährstoff? Ja, wie wir im letzten Video ja schon besprochen haben, nimmt im Alter die fettfreie Masse ab. Und fettfreie Masse besteht nicht nur aus Muskeln, sondern auch aus Knochenmasse. Das heißt, im Alter hat man ein erhöhtes Risiko für Osteoporose. Und jetzt kommt das Kalzium ins Spiel. Genau, eine adäquate Kalziumzufuhr kann eine Osteoporoseprävention darstellen. Wie viel Kalzium braucht man eigentlich pro Tag als Mensch? Das ist sehr einfach zu merken. Ein erwachsener, gesunder Mensch braucht ca. 1000 Milligramm Kalzium. Wenn man jetzt schon ein Risiko für Osteoporose hat oder vielleicht Osteoporose schon diagnostiziert ist, dann erhöht sich dieser Bedarf auf 1200 bis 1500 Milligramm Kalzium pro Tag. Hier haben wir einige sehr gute Kalziumlieferanten aufgebaut. Die besten Kalziumlieferanten sind Milchprodukte. Das heißt, Joghurt, Milch, Käse, Frischkäse haben wirklich sehr viel Kalzium enthalten. Sie können Ihren Kalziumbedarf von 1000 Milligramm schon decken, indem Sie ein Glas Milch, einen Becher Joghurt und drei Scheiben Käse pro Tag essen. Neben den Milchprodukten gibt es auch pflanzliche Quellen, die Kalzium enthalten, wie zum Beispiel Brokkoli oder Kohlgemüse, Fenchel und von den Obstsorten zum Beispiel Beeren oder Kiwis. Wichtig ist, dass man die kalziumreichen Lebensmittel über den Tag verteilt isst, um die Aufnahme zu fördern. Wichtig im Zusammenhang mit der Kalziumaufnahme ist auch, dass man sogenannte Kalziumantagonisten meidet. Kalziumantagonisten verringern die Kalziumresorption. Das wären zum Beispiel Gerbstoffe in schwarzem Tee oder Kaffee, das wären aber auch Oxalsäure in Spinat, Schokolade und Rhabarber oder auch Phytate in Hülsenfrüchten. Auch Alkohol hemmt die Kalziumresorption. Daher sollten diese Stoffe nicht zusammen mit kalziumreichen Lebensmitteln konsumiert werden. Ein anderer guter Tipp ist zum Beispiel, Vitamin C-haltige Lebensmittel zu den kalziumreichen Lebensmitteln zu konsumieren. Anbieten würde sich ein Glas Orangensaft zum Essen dazu oder auch, wenn man einen Joghurt isst, Vitamin C-reiche Obstsorten hineinzuschneiden, wie einen Apfel oder eine Orange. Auch so kann die Kalziumresorption gesteigert werden. Eine weitere Voraussetzung für eine optimale Kalziumverwertung ist auch eine ausreichende Versorgung mit Vitamin D. Allerdings muss hierbei beachtet werden, dass nur ca. 10-20% des Vitamin D-Bedarfs mit der Nahrung aufgenommen werden kann. Nur 10-20%? Genau. Damit das inaktive Vitamin D, das über die Haut gebildet wird, auch in eine aktive Form umgewandelt wird, benötigt man die Niere. Das heißt, die Niere wandelt durch Hydroxylierung Vitamin D in inaktiver Form in eine aktive Form um. Warum wird eigentlich Vitamin D bei älteren Personen zu einem kritischen Nährstoff? Der Grund ist, dass die Syntheseleistung der Haut im Alter sinkt und auch die Fähigkeit der Niere, dieses inaktive Vitamin D in eine aktive Form umzuwandeln, sinkt. Die Aufnahme durch Lebensmittel ist ja sehr eingeschränkt. Aber welche Lebensmittel sollte man trotzdem bevorzugen? Und gibt es vielleicht noch andere Möglichkeiten? Vitamin D ist vor allem in fettreichen Meeresfischen wie Hering und Lachs zu finden. Aber auch andere Lebensmittel wie Eier, Champignons, Avocados zum Beispiel enthalten geringere Mengen an Vitamin D. Internationale Studien zeigen, dass es vor allem bei älteren Menschen sinnvoll ist, an eine Vitamin D-Supplementierung zu denken. Dies muss jedoch immer in Absprache mit dem Arzt passieren. Zwei der drei wichtigen Mikronährstoffe haben wir ja bereits besprochen. Welchen weiteren besonders wichtigen gibt es? Besonders hervorzuheben ist auch noch das Vitamin B12, das Cobalamin. Dieses ist nur über tierische Produkte aufzunehmen. Und welche Problematik gibt es hier bei älteren Personen? Ja, das Problem beim Vitamin B12 ist, dass es über die Magensäure aufgenommen werden kann.
Im Alter sinkt die Magensäureproduktion und Magensäure enthält den sogenannten Intrinsic Factor. Und der Intrinsic Factor bildet einen Komplex mit dem Vitamin B12 und nur dann kann es aufgenommen werden. Das heißt, wenn zu wenig Magensäure vorhanden ist, kann auch das Vitamin B12 nicht in dem Maß aufgenommen werden, wie es sollte. Kann die Vitamin B12-Aufnahme auch noch durch etwas anderes verringert werden? Ja, es gibt auch Medikamente, die die Vitamin B12-Aufnahme hemmen. Zum Beispiel Protonenpumpenhemmer, die ja eine Verringerung der Magensäure bewirken, oder auch Histamin-2-Rezeptor-Antagonisten. Werden diese nicht als Magenschutz eingesetzt? Ja, genau. Und sie verringern eben eine Produktion der Magensäure, was wiederum eine verringerte Aufnahme von Vitamin B12 zur Folge hat. Wir wissen aus internationalen Studien, dass ungefähr 5-12% der Vitamin B12-Mangelzustände durch Medikamentengabe verursacht sind. Auch Metformin beispielsweise, ein sehr häufig eingesetztes Medikament in der Diabetestherapie, bewirkt eine verminderte Aufnahme von Vitamin B12. Ungefähr 15% der Personen, die Metformin einnehmen, haben auch einen Vitamin B12-Mangel. Wie äußert sich ein Vitamin B12-Mangel? Ein Vitamin B12-Mangel kann sich beispielsweise durch blasse Haut äußern oder aber auch durch Verwirrtheitszustände und Neuropathien. Es ist aber sehr schwierig, diese Symptome auch einem Vitamin B12-Mangel wirklich zuzuordnen. Daher sollte immer ein Vitamin B12-Status im Serum gemacht werden. Das ist ja wirklich sehr interessant. Du hast ja erwähnt, dass Vitamin B12 in tierischen Lebensmitteln enthalten ist. Vitamin B12 ist wirklich nur in tierischen Produkten enthalten, wie Fleisch, Fisch, Eiern, Milchprodukten, Käse und so weiter.